Ja, meine Lieben, und damit recht herzlich willkommen zurück hier zum Let's Wimmel von Path of Sin. Und heute starten wir in das Bonuskapitel. So, können wir mal. Jawohl, da wurde es freigeschalten. Und das gute Stück heißt Der, der entkam. Und wie gesagt, ich bin bei den Wimmelbildspielen immer sehr gespannt auf das Bonuskapitel, weil das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Bis jetzt, bei allem, was ich so auf dem Kanal rausgehauen habe, waren die Bonuskapitel immer relativ kurz. Aber es gibt halt auch Spiele, wo diese Bonuskapitel fast nochmal so aufwendig sind wie das Hauptspiel. Je nachdem bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, ich bleib mal auf normal. Alexei Tarkov, the Bradford's lawyer, organized a fake kidnapping conspiracy. He then murdered Mark Spector, the security guard who threatened to expose him. Tarkov's only known relative, his uncle Vladimir, lives on the mainland, in a cabin high up in the mountains. Phone records show Alexei recently contacted him. We arrived at the cabin in pursuit of our only solid lead. We're finally here. This is our chance to catch Alexei at last. Who goes there? Mr. Tarkov. We're the detectives who called you earlier today. I'm sorry. It seems we're a bit early. I'm afraid we couldn't wait till morning. Your nephew's a person of interest in an ongoing investigation. We need to find him, and you might be able to help us. I'll try. Neue Aufgabe, verhöre Vladimir Tarko. Ja, also, im Bonuskapitel geht's also um unseren guten Alexei. Und jetzt ist mir ja wieder eingefallen, stimmt ja, der ist ja mit dem Flugzeug abgehauen. So, na, wollen wir den guten Mann erstmal verhören, wa? So, weißt du etwas über Alexeis Aufenthaltsort? Well, Alex, we don't talk much. Not since he started working for a rich man down south. I don't know where he is, Inspectors. Na gut. Wer stand Alexei nahe? After my brother, Alexei's father, died, the boy had no one else. He stayed for a while with me, then left for university. He's famous lawyer now, you know. Ja, wissen wir. So, wann hast du zuletzt mit Alexei gesprochen? A few months ago. He's helping me sell this useless land and move someplace nicer. I'm getting too old for this harsh mountain life. One more thing. Do you mind if we look around? Just to be sure. Sure. If you want to. But this place has been abandoned for many years. Closest thing to civilization is a gondola station up the mountain. Yeah, I'll be down in the town inn if you need me for anything else. He's hiding something. Phone company records show a recent call from Alexei to his uncle. You check inside. I'll have a look around the property. Maybe we can find some new leads here. Okay. Auf geht's. Endlich wieder wimmeln. Ein Sechskantschlüssel, das ist gut. Dieser Erste-Hilfe-Kasten ist mit einem Symbol für den medizinischen Beruf verschlossen. Das ist auch sowas, ne, in Wimmelbildspielen, die einfach diese Logikfehler. Wer zum Geier schließt einen Erste-Hilfe-Kasten ab? Ein Erste-Hilfe-Kasten ist für Erste-Hilfe gedacht. Das heißt, ich muss da im Notfall schnell rankommen. Den kann ich nicht mit irgendeinem speziellen Schlüssel verschließen, extra. Beziehungsweise man sollte es nicht. Es ist abgeschlossen. Ah, natürlich ist hier wieder alles abgeschlossen. Mal den hier hinten schönes. Ist das schon wieder? Kaminschale. Ah ja.
Muss den Code kennen, um das zu öffnen. Ja, bist ja eine richtig Schlaue. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Okay. Let's discuss the case once we know more. Ja, alles klar. Was ist das? Uhrengewicht. Das Eis auf dem Schloss ist zu dick, um es zu zerbrechen. Ich muss es einschmelzen. Ah. Haben aber nichts zum Schmelzen. Aufenthaltsraum. Na gut, gehen wir mal rein. Oh, kleines schickes Häuschen. Was haben wir hier? Halskette. Diese Bretter sind verrottet. Vielleicht kann ich sie irgendwie durchschneiden. Warum muss hier immer alles abgeschlossen sein? Huch. Jemand hat versucht, das Spielzeugflugzeug zu verbrennen. Ich frage mich, warum. Ach ja. Ich habe diesen Fotoapparat vergesse ich irgendwie immer. Dieses Spielzeug sieht genauso aus wie das Flugzeug, das Alexei entführt hat. So, der Kamin ist so voller Asche und Kohle. Hier fehlt etwas. Sieht so aus wie die Arbeit eines Kindes, wahrscheinlich Alexei. Kann ich mit der Kaminschale hier irgendwas machen? Oh. Da kriegt man einen Schürhaken. Lass mich schüren mit dem Schürhaken. Nee, darf ich nicht. Schade. Ein paar Räder fehlen. Okay. Was haben wir denn hier? Es scheint so, als wäre der alte Tarko schon eine Weile nicht mehr genug in Form, um mit Werkzeugen zu arbeiten. Wladimir Tarko, der Patient klagt über einen geschwollenen Bauch. Bei weiteren Untersuchungen habe ich Handzittern und Gelbsucht entdeckt. Der Patient soll sich einem Leberfunktionstest unterziehen und die Ergebnisse an uns weiterleiten. Aha. Also nicht mehr der Fitteste. Was haben wir hier? Die Tischklemme ist fest zusammengepresst. Ich brauche das richtige Werkzeug, um sie zu öffnen. Vielleicht mit dem Sechskant. Nö. Ist das hier unten? Hier fehlt etwas? Geht das vielleicht mit dem Sechskant? Auch nicht. Hier, vielleicht mit... Nö. Hallo. Oh. Wimmelbild, jawohl. Ich freue mich. Handbohrhauptteil. Was? Wie sieht ein Handbohrhauptteil aus? Das vielleicht. Jawohl. Haartrockner, Küchenbrett. Küchenbrett, Haartrockner. So. Kaffeekanne, Soßenschale, Handschuhe. Soßenschale. Kaffeekanne. Handschuhe. Handschuhe. Was sind die verdammte Kaffeekanne? Ist die Kaffeekanne? Jawohl. Hier haben wir den Duschkopf, Klebeband und einen Teekessel. Teekessel, Teekessel, Teekessel. Wo ist der Teekessel? Das Klebeband dachte ich auch schon gesehen zu haben, aber... Bist du ein Teekessel? Nö. Du bist eine Vase? Hier ist der Teekessel. Ich habe doch das Klebeband schon mal gesehen. Verdammt nochmal. Wo ist es hier hin? Wo ist es hin? Okay, Klebeband muss erstmal warten. Was haben wir denn noch? Wecker, Sieb, Seil. Sieb, Seil. So ein Wecker? Nö. Du bist nur eine normale Uhr. Was ist denn hier? Ach, da ist der Wecker. Das wird nur das Klebeband. Ich war mir sicher, das schon mal gesehen zu haben, aber... Klebeband, Klebeband... Ach, hier. Sehr gut. Handbohrhauptteil. Könnte es benutzen, wenn ich die richtigen Teile hätte. Ja, haben wir nicht. Sorry. Na gut, gucken wir erstmal, hier unten kommen wir ja nicht weiter.
Zeitungsartikel über Henrys Tod. Erst neu. Jemand war vor kurzem im Haus. Schockierend! Milliardär Henry Bradford tot aufgefunden. Oh mein Gott. So, es steckt fest. Ich muss es aufhebeln. Ah. Vielleicht kann ich das irgendwie abschrauben. Okay. Bohrergriff. Messer. Hier ist wieder irgendwas Abgeschlossenes. Hier fehlt noch immer irgendwas. Okay. So. Also hier habe ich noch was Abgeschlossenes. Das merke ich mir mal. Es scheint, dass Wladimir Tago sehr stolz auf den kleinen Alexei ist. Ja. Nein, wenn man einen erfolgreichen Anwalt so mit großgezogen hat, dann kann man schon mal stolz drauf sein. So. Was haben wir denn hier noch? Hier fehlt etwas. Lasst mich raten. Glasknopf 1 von... Oh, 1 von 2. Ich muss den Kleber entfernen. Nö. Schade. Der Uhr fehlt eines ihrer Gewichte. Ja, da kann ich aushelfen. Und natürlich kommt aus der Uhr ein Bohrerkopf. Plakette fehlt. Schöner Mist. Was haben wir denn hier noch? Ich kann es nicht von Hand bewegen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, oben geht's erstmal nicht weiter, wie ich das sehe. Brauche ich hier den Bohrer irgendwie? Nö. Brauche ich. Hier brauche ich auch keinen Bohrer. Müsste ich irgendwas bohren? Was vielleicht? Bohr's auf, es ist Eis. Mein Gott. Hier kann ich. Das sind Schlösser, die kann ich alle aufbohren, wenn ich will. Ja. Hier brauche ich ja was zum Durchschneiden. Da wird aber, glaube ich, kaum der reichen. Genau, macht er auch nicht. Das Spiel wird willst du von mir? Willst du doch nicht hin? Hier kann ich den Bohrer auch nicht benutzen. Nee. Oder kann ich das mit dem Messer rausgiegeln? Nö, auch nicht. Irgendwas hier sein. Hier fehlt noch ein Teil. Okay, doch mit dem Bohrer. Da kommt ja kein Mensch drauf, Alter. Da steht, ich brauche was zum Durchschneiden und... Ah, egal. War vielleicht wieder nur dumm übersetzt, keine Ahnung. So, was haben wir denn hier alles? Ist das ein Wartungsschild? Ah, ein eigenartiges Stück des Schlosses fehlt. Hm, das wird ja wieder toll. Freue mich jetzt schon. Ich muss die Knöpfe finden, um das zu öffnen. Komm hier. Hier hat wohl jemand gelernt, in der Wildnis zu überleben. Wild und mutig. Okay. Was haben wir hier? Die Reißverschlüsse sind zu stark, um sie von Hand zu zerbrechen. Ja, es ist ein einfacher Kabelbinder. So. Kriegen wir erstmal eine schöne, fettige Pfanne. Vielleicht könnte ich ihn aufhebeln. Ja, dann mach doch. Oder ziehen einfach raus. Macht er auch nicht. Okay, kann ich jetzt zufällig... Nicht? Ich hätte gedacht, ich kann jetzt hier mit heißem Fett irgendwas machen. Nö. Okay.
Eisenmeißel. Kann ich vielleicht mit dem Meißel hier? Nö. Aber ich kann doch mit... Genau. Leichtere Flüssigkeit, was? Notizblock. Etwas steht auf dem Papier, aber ich kann es nicht erkennen. Auch nicht? Alter. 5396, oder? So blind? Also ich glaube 5396 steht da, ne? Schalter können sie jetzt nützlich erweisen, aber ich muss ihn irgendwie herausholen. Nö, auch nicht. Na gut. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, das reicht erstmal für die erste Folge. Und in der nächsten Folge, ich weiß nicht, was ich hiermit machen soll. Ich denke mal, ich soll einfach den Code, der steht, drüben eingeben. Aber okay, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.